Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, an den Fernsehschirmen und hier im Studio zu einer neuen Ausgabe von Toter trifft. Ups. Ich bin Markus Müller-Tenkoff. Sie wundern sich, hier sitzt ja gar kein Uli von Trotha, aber der ist gar nicht so weit fern von mir, nämlich direkt auf meiner linken Seite darf ich begrüßen Uli von Trotha. Warum? Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Ja, Uli, Herr von Trotha, warum sitze ich denn jetzt hier? Ja, also das kann ich vielleicht erläutern. Und zwar bekomme ich seit diesen 14, 15 Jahren, wo ich diese Sendung mache, Post. Post von Menschen, die sich an mich wenden mit eigenen Problemen oder auch mit Nachfragen zu mir. Also fahren Sie ein Auto, sind Sie verheiratet, haben Sie Familie, sind Sie eigentlich Bayer? Und, so und all die Fragen kann ich ja nicht in einer normalen Sendung beantworten. Und da habe ich jetzt gedacht, so jetzt ist einfach nach 15 Jahren Zeit, mich mal befragen zu lassen. Und da habe ich niemanden anders als an Sie gedacht, weil Sie erste Stadtführer sind und das gut verbalisieren können. Und jetzt legen wir einfach los. Sie fragen mich zu meiner Person. Das ist mir eine sehr, sehr große Ehre, Herr von Trotha. Und ich freue mich, dass ich das für die Zuschauer und insbesondere für Sie tun darf. Ich war ja auch schon mal, ja, zweimal bei Trotha trifft. Ja. Und zwar einmal, wo ich ja die Tätigkeit als Stadtführer vorstellen durfte. Was ist das, Guide und Stadtführer zu sein und ein bisschen über die Berufsverbände und Qualifikationen sprechen durfte. Und zum zweiten Mal, da hatten wir die Idee, wo drückt der Schuh? Gut, genau. Lassen wir jetzt aber dennoch weg. Das ist ja schon eine Weile her. Ja, ja, jetzt genau. Aber die Frage an Sie, Herr von Trotha. Wie kam es dazu, dass Sie vor so langer Zeit, ich denke, es ist jetzt über 14, 15 Jahre her, zum Alex gekommen sind? Also das kann ich ganz schnell erläutern. Es gab mal einen offenen Tag, glaube ich, so hieß es, Informationstag. An dem wurde ich durch einen Disponenten dieses Senders aufmerksam gemacht. Da haben sich noch in dem alten Haus etwa um die 20, 22 Menschen vorgestellt mit ihren Ideen, was sie in den Sender einbringen wollen. Und als die Reihe an mich kam, habe ich gesagt, ja, ich möchte jetzt mal etwas anderes machen. Ich habe eine Reihe, eine Veranstaltungsreihe in München am Tegernsee gemacht für die Evangelische Akademie Tutzing. Und da hieß diese Serie von Veranstaltungen, hieß Provokation im Dialog. Da war ich entweder der Provokateur oder ich moderierte zwischen einer Position A und einer Position B. Das waren ja mündliche Sachen. Jetzt wollte ich das in das Medium Fernsehen tragen. Und dann sagte mir die Dame, kommen Sie mal 14 Tage später und besprechen wir das. Und dann haben wir das besprochen und weitere 14 Tage später hatte ich meinen ersten Sendeplatz in diesem Hause. Das ging ganz schnell. Das ging? Das ging fort, ja. Schnell und mit sehr viel Treue, auch zu Berlin. Ja, ja. Ja. Sie haben ja ein Händchen auch für die Auswahl der Gäste. Da werden wir vielleicht noch mal später drüber sprechen. Aber ich weiß, Sie sind ja gar kein Berliner. Ja, das ist... Sie kommen, oder mehr oder weniger, wo? Aus Bayern, habe ich gehört? Oder wo? Ja, also ich erzähle mal ein bisschen. Ja, ja. Bitte, gerne. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Mit dem vierten Lebensjahr bin ich mit der Familie um mich herum nach Berlin gekommen, aus Schleswig-Holstein. Geboren bin ich ja 44, das heißt auf der Flucht von Kreisau über Schwerin nach Holstein, Husum, in der Nähe von Husum und dann mit dem vierten Lebensjahr nach Berlin. Also bin ich eigentlich ein Berliner, weil ich bis zum Abitur in Berlin gelebt habe und dann mit dem zweiten Semester nach München gegangen bin. Und in München habe ich dann das Studium aufgenommen, Jura, habe dann aber einen europäischen Jugendverband geführt, auch den Landesvorsitz einer jungen europäischen Journalisten und also mit Europa mich beschäftigt. Das war die Zeit der 68er-Zeit, wo es sehr viele Studentenunruhen gab und wo ich auch für die CSU, damals für die Staatstragende Parteienbein heißt es, tätig war, hat mir viel Spaß gemacht. Mhm. Und dann wollte ich aber aus der nationalen Enge heraus und in die europäische Ebene und dann habe ich eben in Europa Vorträge zu Fragen der europäischen Integration gehalten bis zur Wende. Mhm. Unendlich, also von ganz Norden nach ganz Süden, gab es ja noch den Eisernen Vorhang, aber von Eisernen Vorhang nach ganz Westen an die Normandie, wo auch immer. Mhm. Das hat mir Spaß gemacht. Mhm. Und
Suchst du dir die Gäste selber aus? Ja, also... Und wie suchst du die? Ja, also die Gäste suche ich mir schon selber aus. Da gibt mir der Sender eine große Freiheit. Aha. Und sagt, nee, nicht, den darfst du nicht haben oder den musst du mal machen, sondern wer mir begegnet, das ist entweder eine Person, die ich in irgendeiner Form kennenlerne in der Öffentlichkeit oder auch die ich privat kennenlerne. Und sie muss aber in irgendeiner Form eine interessante Persönlichkeit sein, eine aussagefähige Persönlichkeit. Mhm. Ich oder unterhalte mich mit keinem Politiker. Ich möchte nicht in das Gedränge der Parteien kommen. Mhm. Und ich unterhalte mich nicht mit einem Sportler, weil ich von Sport null Ahnung habe. Also bleiben es Menschen aus allen Bereichen unserer Gesellschaft, von jung und alt. Mhm. Mit denen unterhalte ich mich, weil ich denke, das ist ein interessanter Mensch, der könnte über den Sender doch viel Sympathien wecken für eine Disziplin, die er findet, ob das Kunst ist, ob das Medizin ist, was auch immer. Man kann ihm interessiert zuhören. Mhm. Also ganz locker. Mhm. Mhm. 14 Jahre, ist das richtig? 14 oder 15? Ja, ich glaube, 14 Jahre ist richtig. Mal 24 Sendungen. Ich habe es heute auf dem Wiki her mal nachgerechnet. Ja, da kommen einige Gesprächspartner ja wohl zusammen. Ja, ich habe mal überschlagen, das sind also 380 Sendungen müssen das gewesen sein. Nun haben aber viele auch mal nicht stattgefunden oder der Gesprächspartner kam nicht oder andere kam nicht. Also nehme ich das mal weg, habe ich sicher 300 Sendungen hinter mich gebracht, ja. Sie haben ja die wunderbare Gabe, egal wer nun hier Ihr Gast sein darf, jeder Gesprächspartner wird automatisch hochinteressant. Man will keine Sendung verpassen, wenn man einmal Toter Tag gesehen hat. Das ist ja toll. Hoffentlich ist das so. So sehen das bestimmt auch ganz viele. Jetzt aber doch bei so vielen Gesprächspartnern, Herr von Trotha, gibt es da welche, wo Sie sagen, ja, das war hochinteressant, da möchte ich gerne noch mal zurück. Und welche Gesprächspartner haben so ein Interesse? Auch diese Frage habe ich mir auf dem Weg hierher in das Studio, habe ich mir die Frage mal gestellt. Wer war eigentlich so mal jemand, wo ich sage, okay, das ist jemand gewesen, der fiel schon ein bisschen aus der Normalität heraus. Mhm. Das will ich schon mal sagen, wer das eigentlich war. Das ist eine Sendung, weil sie ziemlich auch zum Anfang dieser Sendereihe stand, war ein Künstler, Ben Camili, der auch vor anderthalb Jahren schon zum zweiten Mal in meiner Sendung war, weil er eine Lebensspanne umfasst von 10, 12 Jahren, in denen er von einem Krankenpfleger zu einem hoch anerkannten und gut und bestens bezahlten Maler wurde. Ja. Also ein Weg, der völlig ungewöhnlich ist, der hoch erfolgreich für ihn war. Mhm. Und er erzählt auch zu meinem Freundeskreis, also ich bin fasziniert von seiner Person. Ich bin mir sicher, dass es mit anderen geht es genauso, also die ihn kennenlernen. Dann hatte ich einen zweiten, das war Ulrich Mattes. Jeder kennt den Schauspieler von der deutschen Bühne, der deutschen Theater. Oh, witzig, wir waren da auch noch im alten Gebäude. Eine hochlebendige, fast provokante Situation. Und wenn man merkt, wie jemand dann so theateraffin und öffentlichkeitsaffin ist, dann gibt es gar kein Problem. Man kann sich auch völlig kontrovers unterhalten. Ja. Und dennoch ist man irgendwie in einer sympathischen Kommune. Also das hat mir gut gefallen. Und die dritte ist, das geht eigentlich einmal ans Publikum. Es hat sich ja so ein kleiner Fanclub, das ist natürlich in Anführungsstrichen zu sehen, gebildet. Und eine der Ältesten, die in diesem Club mich fast wöchentlich anschreibt oder anruft, so muss man eher sagen, ab und zu auch Post, und mich kritisiert über was, oder ich weiß nicht, ob wir das im Vorgespräch hatten, also wenn ich zu wie mache, dann kriege ich das sofort attestiert. Oder wenn ich irgendwie die gleiche Krawatte trage über mehrere Sendungen. Und, also es wird alles wirklich am Detail anerkannt. Wer ist die Person? Es heißt Monika Börke, die wird auch heute wieder zusenden. Ich sage herzlichen Dank für diese Mitarbeit an der Sendung. Das ist eine indirekte Mitarbeit. Und ich habe ja mit ihr auch eine tolle Sendung mal bestritten. Ich weiß noch, wie heute der Senderleiter wollte sie nicht ins Studio lassen, weil sie 200 dabei hatte.
Und das ging gar nicht. Und sie sagte, aber ohne Hunde rede ich nicht. Also musste er sich klein beigeben. Dann waren die beiden Hunde da, haben sich auch höchst friedlich verhalten. Und sie hat die Berliner Schnauze in einer solchen warmherzigen, deftigen, aber lustigen Art vorgetragen, dass alle, die an dieser Sendung teil hatten, sich gefreut haben. Mhm. Das waren so drei Schlaglichter, an die ich mich gerne erinnere. Die Gäste sind ja sehr unterschiedlich, bringen ja auch unterschiedliche Geschichten mit. Und da ja doch die Menschen ja auch so unterschiedlich sind, ist ja auch immer die Frage die Vorbereitung. Wie tun Sie sich da vorbereiten? Also, da habe ich schon manchen etwas erschreckt, indem ich sage, ich bereite mich auf die Sendung nicht vor. Mhm. Ich kenne die Person aus ihrem öffentlichen Leben oder auch aus einer privaten Begegnung. Ich möchte aber den Status des unbefangenen Fragenkönnens mir bewahren, denn ein Zuschauer würde, wenn ich schon sachkundige Fragen vorweg mir stelle, nicht den gleichen Sachstand haben an Kenntnis. Mhm. Ich möchte genauso anstelle, wie der Zuschauer fragen wird, wenn er die Person nicht kennt. Und deswegen ist nach meiner Auffassung eine Vorbereitung, würde mich einengen. Mhm. Sondern die Porträtierung der Person, mit der ich mich unterhalte, geht aus dem Gesprächsverlauf heraus. Mhm. Und das hat bislang auch immer gut funktioniert. Mhm. Bleibt authentisch, man spult nicht einen normierten Fragenkatalog ab, sondern man unterhält sich wie am Kaffeetisch. Mhm. Da haben Sie auch keine Vorbereitung. Mhm. Und ich glaube, das erhält ein bisschen die Lebendigkeit. Herr von Trotha, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die ganz tolle Vorbereitung Ihrerseits heute für diese Sendung. Außer, dass ich Sie... Das ist dann wohl hier mal der Ausnahmefall, ja, also... Ganz herzlichen Dank dafür, dass ich da so gut vorbereitet wurde Ihrerseits. Aber wenn es ist ja doch sehr, sehr authentisch. Gab es denn auch so mal eine Panne? Oder dass mal irgendwas total schief lief oder so? Das gab es natürlich. Also es gibt in diesen 14, 15 Jahren natürlich auch Pannen. Eine Panne ist mir in besonderer Erinnerung geblieben. Jetzt läuft ja hier eine Uhr. Sie sehen das nicht, der Zuschauer sieht es nicht, aber ich sehe das. Mhm. Also Moderator und die Uhr zählt rückwärts. Also wie viel Zeit bleibt noch bis zum Ende der Sendung? Mhm. Früher gab es das nicht. Mhm. Sondern da stand jemand neben der Kamera und fing dann an, die letzten 10 Minuten. 10, 9, 4, 5, 3, 2, 1. Das geschah auch bei einem Gespräch mit Jocelyn B. Smith. Schon nach den ersten 10 Minuten wurde rückwärts gezählt. Als würde die Sendung in 10 Minuten zu Ende sein. Sie hatte aber 30 Minuten Dauer. Mhm. Und ich denke, also irgendwie kam mir das komisch vor, aber man verlässt sich ja auf den, der da runterzählt. Mhm. Und kaum hat er auf 9 oder 1 runtergezählt, sagt, oh, wir haben noch 10 Minuten, wir haben noch 10 Minuten. Schnell, ein Neustart. Das ist wie beim Flieger. Wenn Sie da durchstarten müssen, ist das für den Piloten eine Herausforderung. Mhm. Und für mich... nun auch. Ich hatte ja eigentlich meinen Fragenkatalog abgearbeitet und war Richtung Schluss schon vorgedrungen. Ja. Sollte nun plötzlich nochmal einen Neustart machen. Ja. Und da hat mir Jocelyn B. Smith wirklich geholfen. Und gesagt, oh ja, wenn wir da Zeit haben, dann singe ich einfach das Lied, was ich im Dom für Nelson Mandela gesungen habe. Dann hat sie das Lied a cappella hier mit diesem schwachen Mikrofon vorgetragen. Ah. Und ich hatte Zeit, 2,5 bis 3 Minuten mich zu sammeln und noch für die letzten 10 Minuten oder dann 7 Minuten Fragen zu stellen. Das war eine Panne. Zweite Panne, die mir aber wiederholt schon passiert ist, ist, ich habe manchen Kameramännern, die mir dann, Kameraleute, die mir vertraut sind und die sagen, hast du dein Handy ausgestellt? Das Übliche, was man jeder jetzt im Theater kennt, man wird gesagt und gewarnt, das Handy auszumachen. Natürlich, ich eigentlich auch, aber dann hat man es eben noch mal vergessen, weil der Kameramann die Frage vergessen hat. Und dann steht man, dann klingelt es. Und dann klingelt es hier, ich krame nach dem Handy, lege es auf den Tisch und denke, ich habe es ausgestellt. Dann ging es nach 2 Minuten wieder an. Daraufhin habe ich es weggeworfen zu den Kameraleuten. Und in der Hoffnung, Sie würden das konsequent ausstellen können, haben Sie es auch nicht geschafft. Es ging ein drittes Mal. Und Herr Buschkowski, mein alter Berüchtigter, sagte, wissen Sie, es gibt auch Handys für Senioren.
und so. Also wollte damit deutlich machen, dass ich offenbar nicht mit der modernen Technik wirklich gut vertraut bin. Also, aber er hat es mir nicht übel genommen, die Sendung war unterbrochen. Auch eine andere Panne gab es mal jüngst, da wurde dann mir gesagt, hier, sollen wir es rausschneiden? Ich sage, nein, jede Sendung wird genauso über den Sender gehen, wie wir sie jetzt gerade auch hier erleben. Ja. Da muss nichts verschönert werden oder gestrichen werden oder ähnliches. Das macht es auch so authentisch und auch so, ja, fast, als würde man dabei sein, wenn man zu Hause am Bildschirm sitzt und diese wunderschöne Sendung. Ich mache das aber sehr gut. lauter Komplimente sehen darf. Ja, es hat sich eben rumgesprochen. Einzelgäste, ganz viele schon da gewesen. Gruppen. Gab es mal so eine Gruppe? Die ja, aber das, der Tenor ist ja immer, dass es eine Porträtsendung ist. Also ein Mensch, den möchte ich porträtieren. Mhm. Wenn es aber eine Institution ist, etwa wie das hieß, Schutzengel, da gab es eine Institution Schutzengel, die kümmert sich um Kinder. Mhm. Da kam natürlich dann eine ganze Truppe von denen, der Geschäftsführer und die Kindergärtnerin und ähnliches war eine Truppe. Oder bei einem Hospiz kam auch nicht nur die Leiterin, sondern dann auch Betreuerin, um aus der persönlichen Erfahrung zu berichten. Mhm. Oder eine Filmcrew. Da will ich nicht den Schauspieler, Schauspieler hatte ich ja schon. Mhm. Aber der Zuschauer möchte mal wissen, wie arbeiten alle zusammen? Produzent, Regisseur, Schauspieler und Schauspielerin. Mhm. Das war auch eine bunte, lebhafte Diskussion. Und alles in den 30 Minuten dann hineinzupressen, ist natürlich ein gewagtes Unterfangen. Aber es hat funktioniert. Mhm. Und also so ist, das ist nicht der Regelfall, sondern der Regelfall ist das der Dialog. Aber ab und zu eben auch dann durchaus eine Gruppe, wenn es Sinn macht. Mhm. Einzelgespräch. Vielleicht auch mal wieder eine Gruppe. Was könnte noch kommen? Was könnte noch kommen? Ja, also ich habe eine Menge, eigentlich noch Menschen im Kopf. Mhm. Ein, um den ich mich wirklich noch bemühen möchte, der ist sogar persönlicher Freund. Und ich glaube, er hat mir das auch schon mal ganz vorsichtig zugesagt. Aber leider ist er, als er aus seinem Amt schied, dachte, er würde nun in ein ruhiges Fahrwasser kommen, aber weit gefehlt. Es war der damalige Bundestagspräsident Norbert Lammert, den ich schon seit seinem 18., 19. Lebensjahr kenne. Mhm. Und den ich als Bundestagspräsident, zweithöchster Mann in Deutschland, gerne in dieser Sendung hatte. Er hat sich aber jedem Interview, also auch von einem Fernsehanstalt und Zeitung, jedem ein Interview entzogen. Dann dachte ich, hoffte ich auf sein Amtsende und sagte, ja, jetzt kannst du ja kommen. Aber er wurde dann Präsident der Konrad-Adenauer-Stiftung und fliegt mehr um die Welt als je zuvor. Also insofern habe ich keine Chance. Ich bleibe aber am Ball. Das wäre sicher eine kleine Krönung. Er ist ein witziger Mann, wir kennen uns lange und wir könnten in dieser halben Stunde, glaube ich, eine Menge bewegen. Drücken wir die Daumen. Ja, Zuschauer werden es auf jeden Fall tun. Ja. Ich denke, vielleicht ist die Botschaft ja auch jetzt angekommen. Ja, vielleicht guckst du das gerade. Darf ich fragen, Herr von Trotha, wie lange dürfen wir Sie noch hier auf dem Bildschirm sehen? Wie lange noch? Also, so Gott will. Fernsehschirm. Man sagt ja dann, inshallah. Ja, immer netterweise. Ja, Fernsehschirm. Ja, auch das klingt so ein bisschen schon an sich viel. Das ist ein sehr schöner Begriff. Ja, vielen Dank, ja. Also, jeder weiß, dass ich 75 Jahre bin. Wie weit ich das hier auf diesem Stuhl, früher gab es so schön bequeme Sessel. Und es gab ein kleines Podium hier und einen schönen Tisch. Dieses Tuch habe ich übrigens selbst finanziert hier, weil es. Um es halbwegs ordentlich zu machen. Ja. Wenn der Sender mich machen lässt, dann mache ich das so lange, wie ich Lust habe. Ja. Das könnte noch, also ich denke mir maximal, also als 80-Jähriger will ich hier dann doch nicht mehr sitzen. Also mal gucken. Also jedenfalls, vielleicht mache ich das. Ich bin ja aus mehreren Sachen schon ausgeschieden. Also ich bin als Mediator tätig, das heißt, ich kenne kein Rentenalter, ich bin selbstständig. Ja. Das nimmt mich weiter in Anspruch und je älter man wird, irgendwie sogar noch umso mehr, was mich erstaunt. Aus anderen Ehrenämtern bin ich ausgeschieden, zum Beispiel aus dieser Schöffentätigkeit. Mhm. Da habe ich ja über 20 Jahre als Laienrichter, nennt sich das, Arbeit gehabt. Also saß da in den Gerichtsverhandlungen im Jugendschöffengericht. Das hat mir sehr viel gegeben, weil eine
Erfahrungen, die man sonst nicht machen kann, konnte man dort machen mit jungen Menschen. Mhm. Im Augenblick bin ich immer noch Patientenversprecher, gewählt vom Bezirksparlament. Mhm. Auch da bin ich über die Altersgrenze eigentlich schon hinweg. Mhm. Aber die Aufgabenstellung macht mir auch da Spaß. Und da ich 16 Jahre lang in zwei Aufsichtsräten, zwei Krankenhäuser gesessen habe und nun die Front einfach gewechselt habe, als Patientenfürsprecher, manche werden die Aufgabe vielleicht gar nicht kennen. Das heißt, die Interessenwahrung von Patienten gegenüber dem medizinischen Personal, dem ärztlichen Personal, also Pfleger, ärztliches Personal oder Verwaltung. Mhm. Und diese Interessenwahrung mache ich gerne und will das auch weitermachen, wie diese Sendertätigkeit. Aber andere Tätigkeiten habe ich aufgehört. Und wenn mir Gott weitere Lebensjahre schenkt und ich halbwegs noch normal mich ausdrücken kann, mache ich das weiter. Und der Sender mit mir zufrieden ist, das ist ja auch die Frage. Der Sender wird sicherlich sehr zufrieden sein, denn was sollte der Grund sein nach 14, ich bleibe bei den 14 Jahren, weil das ja noch gar nicht geklärt ist, ob 14 oder 15 Jahre. Das ein Mitarbeiter dieses Senders gesagt, er wird sich auf die Spur setzen, wann eigentlich die erste Sendung war, die ich noch durchaus in Erinnerung habe, weil sie damals erst in einem anderen Studio unter einem anderen Thema lief. Da hieß die Sendung nicht Trotha trifft, sondern sie hieß Provokation im Dialog, genau wie diese schon von mir erzählte Reihe für die Evangelische Akademie Tutzing. Mhm. Und diese Provokation im Dialog hatte den Untertitel Jung spricht oder unterhält sich mit Alt. Bitte? Jung unterhält sich mit Alt. Jung unterhält sich mit Alt. Wer war jung, wer war alt? Ja, ich wollte 18- bis 25-Jährige, die sollten sich mit 70- bis 85-Jährigen unterhalten. Okay. Diese unterschiedliche Perspektive auf die Gegenwart, auch auf die Vergangenheit, für mich einen kraftvollen Dialog hätte möglich machen können. Ja. Das hat leider nicht gut funktioniert. Und das hing immer an den Jugendlichen. Entweder kam sie zu spät, oder sie hatten irgendein Fußballturnier oder ähnliches. Also manche trauten sich, dann waren mir von den Lehrern benannt worden. Ja, der kann sich sehr gut verbalisieren. Also Gamma macht gar nichts, macht ihm nichts aus. Dann saß er vor der Kamera und dann sind da die Scheinwerfer. Und dann guckte er nur zu den Eltern oder zu Lehrern und brachte kein Wort heraus. Also es war so schwierig, dass ich dann doch sagte nach etwa 6, 7 Sendungen, nein, wir machen das anders. Mhm. Und diesen Dialog, ich habe es sehr bedauert, diesen Dialog zwischen Jung und Alt konnte ich nicht mehr fortsetzen, sondern habe dann zwar auch junge Menschen. Mhm. Vor ein paar Wochen hatte 3 junge Menschen, die waren 15, 18 und 18, also sehr jung, Klarinettisten, so hervorragende Musiker, dass ich sagte, also jetzt, ihr kommt auf jeden Fall in die Sendung. Mhm. Das ist einfach toll und motivierend für andere, so schöne Musik zu machen und mit solcher Begeisterung das zu machen, dass ich sagte, ihr kommt in die Sendung. Also Jung bleibt es auch, die Sendung. Auch, ich weiß gar nicht, ich stelle mir jetzt gerade die Frage, wer war der Älteste? Weiß ich nicht, wahrscheinlich ich. Aber, Inge Deutschkron. Ja. Inge Deutschkron, heute Ehrenbürgerin von Berlin, war damals schon über 80, weit über 80 und ist ja heute 96. Ja, Inge Deutschkron. Inge Otto Weidt, muss man noch dazu sagen, nicht ganz. Ja, aber der war natürlich, weil er längst verstorben war. Bewegende Geschichte. Ja, kann man ja auch am. Das kennen Sie ja. Als Stadtführer, ganz genau. Als Stadtführer haben Sie das die präsent. Die ehemalige Bürstenmanufaktur auch besichtigen. Und Dank von Inge Deutschkron ist das ja alles. Ja, und das sollte man vielleicht auch den Zuschauern sagen. Lebendig erhalten. Dieses Museum, das er direkt neben den Hackschen Höfen, rechts von den Hackschen Höfen ist, ist so authentisch, wie es war im Dritten Reich. Ja. Das findet man nirgendwo auf Berliner Boden in dieser Form. Mhm. Also es lohnt sich, diese Blindenwerkstatt aufzusuchen und dort mal auch das Werk von Inge Deutschkron nachzuvollziehen. Sie war ja Angehörige der Juden dort, die dort eigentlich versteckt worden sind unter dem Vorwand einer Bürstenarbeiterei und dann doch auch ziemlich alle umgekommen sind. Sie konnte überleben, Gott sei Dank. Aber das sollten die Zuschauer sich doch mal angucken. Ja, die Dame ist ja jetzt auch über 96 ist sie jetzt. 96 Jahre, und ich habe einen engen Kontakt mit ihr. Ja, von Trotha, Also werden, wollen wir uns doch Frau Deutschkron als Beispiel nehmen und schauen, ob es dem Alex gelingt und den Zuschauern sie vielleicht bis
Naja, 90, also, wie auch immer. Würde sicherlich sehr viele freuen. Bewegende Geschichte auf jeden Fall hat Deutschland erlebt, auch diese Stadt. Das ist das, was Sie ja auch sehr berührt, ja, sehr interessiert. Was war denn jetzt, wo wir ja auch ein besonderes Jubiläum feiern, 30 Jahre Mauerfall, wenn ich das mal so ansprechen darf. Herr von Trotha, wie erinnern Sie sich denn, ja, an kann ich dieses sagen, besondere Erlebnis? Als die Mauer fiel, war ich in München vor dem Fernsehapparat. Ja. Mein Herz blutete, nicht in diesem Moment des Mauerfalls in Berlin zu sein. Ja. Ich habe dann meine Zelte, die ich ja selber aufgebaut hatte, nämlich die Erwachsenenbildungsarbeit, also ich breche das sofort ab. Ich gehe Strandpeter nach Berlin. Weil diese Stadt hat etwas geschafft, was weltweit so einzigartig war. Ja. Nämlich Ost-West zusammenzufügen, ohne einen Schuss, ohne ein Blutvergießen, ohne alles. Ja. Das sollte man global eigentlich gut vermarkten können. Und an diesem Vermarkten dieses Friedensausspruchs wollte ich mich beteiligen. Ich bin zwar von der Berliner Politik dann ein bisschen enttäuscht gewesen. Ich hatte diese Chance nach meiner Auffassung nicht wirklich gut genutzt. Heute ist Berlin. Ich hatte übrigens auch große Schwierigkeiten, mich mit dem Berliner Dialekt und dem Groben und dem etwas provokanten Motzigen, mich erstmal aus Bayern kommend zu gewöhnen. Aber 8 Jahre lang meine Münchner Wohnung durchfinanziert, weil ich dachte, ich muss jederzeit von diesem aggressiven Berlin auch wieder zurückgehen. Rettungsring. Und sonst musste ich nicht wahr machen. Heute wohne ich in Zehlendorf. Ja. Und liebe Berlin. Ja, ist auch eine Stadt, die man kann nicht ohne, auch wenn man, ja, also man braucht, ich brauche immer persönlich so ein bisschen Urlaub von der Stadt, aber schon nach ein paar Tagen im Urlaub freue ich mich schon wieder auf die Heimkehr in der Regel. So ist es. Und ich höre auch diese Ick, also kleinen Berliner Laut, das ich nie beherrscht habe. Ich habe weder Bayerisch gekonnt noch die Berliner Sprache richtig lernen können. Aber es ist für mich eine Freude, wenn ich moderaten Berliner Dialekt höre. Ja. Nicht ganz so breit und nicht ganz so aggressiv, wie man manchmal das hören kann. Ja. Aber so in wohldosierter Form, finde ich, das kann man gut aushalten und ertragen. Ja, als die Hugenotten kamen, hieß es, jetzt wird die märkische Bauerndrastik noch ein bisschen bereichert mit französischem Esprit. Ja, bis heute spürbar. Heute haben wir ja viele andere, auch kleine Mundarten in dieser ganzen Berliner Mischung und das neue Berliner und das, was noch dazugekommen ist. Über Berlinerisch kann man sich ja vielleicht mal wieder bei einer anderen Sendung unterhalten. Darf ich denn jetzt das? Ich übernehme, wenn Sie gestatten, übernehme ich jetzt mal das Schlusswort. Genau. Wir haben noch eine Dreiviertelminute, meine Damen und Herren, an den Fernsehschirmen. Jetzt haben Sie, ja natürlich da, richtig. Jetzt haben Sie mal etwas von mir gehört, wie ich das hier so mache und was meine Person und mich ausmacht. Nächstes Mal machen wir wieder ganz normale Sendungen. Dann werde ich die Sendung moderieren. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie heute das gewagt haben. So aus dem das Attentat war ja vor einer Woche. Aus der Lameng, ja, ganz genau. Und Sie haben das gut gemacht. Ich freue mich, dass wir das so schön machen können. Und meine Damen und Herren, die nächste Sendung wird ganz was anderes sein. Wahrscheinlich etwas mal mit Medizin. Und bleiben Sie bitte dieser Sendung treu. Vielen Dank, auch dass Sie so lange mir über 50 Jahre die Treue gehalten haben. Vielen Dank. So, das war wunderbar. Punktlandung. Sonntag. Ja, war gut. Ja, haben wir uns geduzt am Anfang? Nee, du einmal. Ich glaube, da war ein Du drin. War da ein Du drin? Nein. Ich glaube, da war ein Du drin. Ich wusste überhaupt nicht, wo ich hingucken sollte. Da ist eine Kamera, aber was ist das? Nee, das ist ja auch eine Kamera und die Uhr.